Freunde, was geht? Herzlich willkommen zum LSD-Labor Money Guide in GTA Online 2022 und voraussichtlich höchstwahrscheinlich sogar 2023. Oder wie Pablo sagen würde, LSD wird bei uns groß geschrieben. Und damit herzlich willkommen zum LSD-Guide, meine Freunde. Ach ja, und wenn ich immer so stören darf, das wäre übrigens der Moment, in dem ihr jetzt auch auf Twitch reinfolgen solltet. Link in der Videobeschreibung, Freunde, ihr wisst Bescheid. Wir schauen uns hier und heute möglichst zügig mal an, was das neue Unternehmen denn so drauf hat und vor allem natürlich, wie gut man damit solo Geld scheffeln kann. Denn darauf kommt es ja letztendlich an, Freunde. Und Leute, bevor ihr hier reingeht mit, oh, das Update war echt nicht so geil, das LSD-Labor ist blöd, bla bla. Ey, das Ding ist, wenn man es richtig macht, richtig geil, ein richtig dickes Solo-Passiv-Unternehmen, kann ich euch vorab schon mal sagen, warum, erfahrt ihr in den nächsten paar Minuten. Wirklich, Freunde, das Ding ist krass, wirklich. Und damit wir da jetzt keine Zeit verlieren, Freunde, würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Video. Let's go. Um Geld mit der Produktion und dem Verkauf von LSD zu machen, braucht ihr natürlich erstmal ein LSD-Labor, richtig. Das könnt ihr euch nicht so wie sonst üblich irgendwie auf Maze Bank Foreclosures oder so kaufen, sondern ihr müsst erstmal alle 6 der neuen Dex-Story-Missionen namens erste Dosis abschließen. Die startet ihr einmal über das R für Ron auf eurer Map. Wenn ihr in GTA reinkommt, fahrt dorthin, macht die erste Mission und anschließend landet ihr dann bei diesem Freakshop, wo dann auf der Map auch das D für Dex steht und dort macht ihr dann die restlichen 5 Missionen, die spielt ihr einmal durch. In der letzten dieser Missionen klaut ihr euch dann diesen Brickade, fahrt das Ding dann in euren Freakshop und bekommt euer LSD-Labor sozusagen gratis. Ich könnte mir vorstellen, oder ich weiß nicht, ob das sogar schon geleakt wurde, dass der Brickade einfach irgendwann auch bei Warstock so erhältlich sein wird und man sich diese 6 Missionen sparen kann, aber aktuell ist es noch so und eigentlich ist es auch gar nicht verkehrt, weil man spart sich natürlich Kohle und bekommt auch Kohle durch die Mission und spielt die Mission einmal durch. Also ja, wir werden sehen. Aktuell ist es so, ihr müsst diese Mission durchspielen, deswegen macht das. Dann müsst ihr nur noch die nötige Ausstattung für euer Labor klauen. Das Ganze passiert dann in einer letzten vorbereitenden Mission, wo ihr dann so Kram mit dem Gabelstapler auf den Truck laden müsst und das dann zum Freakshop bringt. Ist eigentlich recht easy, aber irgendwie fand ich die Mission voll nervig. Im Endeffekt bin ich wahrscheinlich einfach zu unfähig gewesen, Gabelstapler zu fahren, sind wir mal ehrlich. Aber dann habt ihr das Ding in eurem Freakshop und dann könnt ihr mit dem coolen Dude namens Matt sprechen und euren Brickade für $750.000 vollständig upgraden zu einem richtig geilen LSD-Labor, Freunde. Ist das nicht herrlich, Alter? Mit das Wichtigste, was dann für euch ansteht, ist so schnell wie möglich das Ausrüstungs-Upgrade zu holen. Das könnt ihr dort im Freakshop, wenn ihr mit Matt sprecht und dort eigentlich den Brickade zum Beispiel tunen könnt oder auch euer Motorrad, da könnt ihr auch das Ausrüstungs-Upgrade einbauen. Aber ihr müsst davor 10 Fooligan-Jobs abschließen, um das Ding freizuschalten. Das sind diese Jobs, die ihr bekommt, wenn ihr Dex auf dem Handy anruft und dann Job anfordern klickt. Ähnlich wie zum Beispiel bei Franklin mit den Telefonzellenattentaten bei der Agentur. By the way, die Agentur auch ein sehr zu empfehlendes Business, Freunde. Dazu habe ich natürlich auch schon einen Money Guide auf meinem Channel. Checkt den gerne bei Interesse aus, nachdem ihr natürlich mit diesem Video hier durch seid. Ihr wisst ja mittlerweile, wie es läuft. Diese Missionen sind größtenteils auch recht easy und gehen auch recht zügig. 1-2 Missionen fand ich mal ein bisschen nervig, aber da kommt man auf jeden Fall durch. Müsst ja nur 10 Stück machen, dann habt ihr das auf jeden Fall auch. Im Normalfall bekommt ihr dafür auch 50.000. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos ist sogar Double Money. Da bekommt ihr sogar 100.000. Also das ist echt nicht verkehrt. Problem ist nur bei der Sache, weshalb ihr das schnellstmöglich anfangen solltet. Ihr habt nach jeder Mission 48 Minuten Cooldown. Deswegen fangt das so schnell wie möglich an zu erledigen, dass ihr das rechtzeitig habt und schnellstmöglich habt. Wenn ihr dann eure 10 Missionen durch habt, dann schaltet sich das Ausrüstungs-Upgrade frei und ihr könnt es euch für $237.500 einbauen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Wie sich das dann genau auswirkt, dazu gleich mehr, wenn wir uns noch die genaueren Zahlen angucken. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall schon mal glauben, das Ding ist ein Essential und das müsst ihr euch holen. Außerdem ein Essential ist natürlich, dass ihr euch als VIP, CEO oder MC registrieren müsst für dieses Unternehmen, um das zu betreiben. Aber das war ja eigentlich klar. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Also, das Business ist eigentlich wie alle anderen Passivunternehmen, die es sonst so gibt. Ihr braucht Vorräte, um Ware herzustellen, in diesem Fall eben LSD, und dann könnt ihr diese Ware am Ende verkaufen. Vorräte könnt ihr entweder besorgen, da müsst ihr eine Beschaffungsmission machen und füllt pro Beschaffungsmission 25% des Vorratsbalkens auf. Um Beschaffungsmissionen zu machen, geht ihr hinten in eurem Labor an das Regal und startet dort eben. Wichtig, das Ganze geht nur, solange ihr mit eurem Brickade nicht im Freakshop geparkt seid, sondern ihr müsst mit eurem Brickade draußen sein. Oder ihr kauft eben Vorräte und füllt für 60.000 alle 5 dieser Vorratsbalken einmal auf. Das Ganze funktioniert, wenn ihr in eurem LSD-Labor Matt ansprecht oder einfach, wenn ihr auf eurem Handy Matt anruft. Und das ist ein sehr, sehr geiles Feature, Freunde, weil wir bisher, soweit ich weiß, nie die Möglichkeit hatten, bei so einem Unternehmen einfach mal kurz Vorräte von unterwegs vom Handy aus zu bestellen. Das geht jetzt auf jeden Fall, wenn ihr, wie gesagt, Matt einfach von irgendwo anruft, dann könnt ihr euch Vorräte bestellen, die Produktion stoppen oder sogar eine Vorratsbeschaffungsmission starten. Mega praktisch. Ich kann euch zu den Vorräten hier auf jeden Fall nur sagen, langfristig, wenn ihr das Ding passiv betreiben wollt, also das ganze Business, ist es natürlich besser, Vorräte zu kaufen, weil ihr dann mit einem Klick das Ding erstmal versorgt und währenddessen was anderes machen könnt. Solange ihr aber das Ausrüstungs-Upgrade noch nicht habt, solltet ihr dennoch keine Vorräte kaufen, weil ihr dann eigentlich so gut wie keinen Gewinn macht. Wie gesagt, wir kommen gleich noch zu den genauen Zahlen. Wenn ihr dann eure Vorräte habt, gibt es im LSD-Labor noch die Möglichkeit, einmal pro Real-Life-Tag, also alle 24 Stunden, eure Produktion für eine Real-Life-Stunde zu boosten. Das geht an diesem einen Tisch in eurem Labor. Wie genau sich das dann auf die Produktion auswirkt, dazu kommen wir auch gleich noch, wenn wir uns die ganzen Zahlen angucken. Ist auf jeden Fall wirklich super, das sollte man jeden Tag nutzen, wenn man mal online kommt. Wir schauen uns jetzt noch schnell die zwei
zwei Fahrzeuge an, also den Brigade und die Munches, und gehen dann anschließend zu den Verkaufsmissionen und zu den Zahlen. Aber Freunde, ihr wisst ja, bevor wir hier ins nächste Kapitel springen, erstmal schön der Hinweis auf meine Streamingzeiten. In der Regel jeden Sonntag ab 20 Uhr und jeden Mittwoch ab 19 Uhr bin ich live auf Twitch, also da schon mal gerne einen Follow da lassen. Gerne auch auf Instagram folgen, da kündige ich auch die Streams immer nochmal an, genauso wie auch auf dem Discord, also kommt auch da gerne rein. Und solltet ihr dennoch Streams verpassen, dann schaut doch gerne bei meinem Zweitkanal StretchBert vorbei, da kommen immer die Streaming-Highlights. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support, Freunde, checkt das alles gerne aus und weiter geht's mit dem Video. Bevor wir jetzt zu den Verkaufsmissionen kommen, kurz zu den zwei Fahrzeugen des Unternehmens, also dem Brigade und der Munches. Wenn ihr in einem Freakshop seid, dann stehen die beiden ja dort hinten an der Fahrzeugwerkstatt nebeneinander. Ihr könnt auch einfach so auf beide einfach mal aufsteigen oder einsteigen und losfahren, unabhängig vom Unternehmen, das könnt ihr einfach machen. Wenn ihr im Freakshop mit Mud sprecht, könnt ihr die beiden Fahrzeuge auch tunen. Den Brigade kann man mit Panzerplatten etc. ausrüsten, so eben das Übliche, wie man es zum Beispiel auch aus dem Nachtclub kennt, bei den Verkaufsfahrzeugen oder auch beim Terrorbyte zum Beispiel. Ah, und by the way, wer anschließend nach diesem Video noch einen ultimativen Nachtclub Money Guide benötigt, der checkt am besten gerne meinen aus, den ich vor etwa einem Monat rausgehauen habe. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Viel Spaß dabei. In der Werkstatt in eurem Freakshop gibt es eben auch das Ausrüstungsupgrade. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, es macht auf jeden Fall Sinn, den Brigade hier gut zu tunen. Vor allem auch mit Panzerungen, denn ihr wollt ja von unterwegs sicher operieren können. Oder wenn ihr einfach mal draußen durch die Gegend fahrt, dass ihr da safe seid, falls ihr euch mal warum auch immer in öffentlichen Lobbys rumtreibt. Wenn ihr alles, was geht, ausrüstet an Panzerung, habe ich mal aufgeschnappt, hält dieser Brigade anscheinend fast 50 Raketen aus, was wirklich gestört ist. Also ihr habt da wirklich ein richtig geiles, neues, gepanzertes Fahrzeug mit dem Brigade. Auch die Munches, wie gesagt, könnt ihr euch tunen, ein bisschen aufpimpen, was ja auch einfach Sinn macht, weil es euer Verkaufsfahrzeug sein wird für alle Verkaufsmissionen, die ihr mit dem LSD-Labor habt. Und da solltet ihr natürlich möglichst schnell und möglichst sicher sein. Auch zu erwähnen, über das Interaktionsmenü könnt ihr beide Fahrzeuge anfordern, denn das LSD-Labor gehört zu den Sonderfahrzeugen und somit geht das ganz praktisch. Ähnlich wie zum Beispiel beim Terrorbyte, bei der Kosatka und Co. Das sind beides auf jeden Fall coole Fahrzeuge, auch außerhalb des Unternehmensbetriebs ganz cool zu nutzen. Vor allem auch zum Beispiel bei der Munches, der Wheelie geht richtig geil ab. Vor allem, ihr könnt während dem Wheelie lenken. Ich glaube, das ging davor mit keinem Motorrad. Richtig nice. Und jetzt gehen wir natürlich in die Verkaufsmission rein, weil jetzt wird es langsam juicy, Freunde. So, um jetzt eure Vorräte zu verkaufen, geht ihr in eurem Labor hinten an die Ware und startet dort eben eure Verkaufsmission. Das Ganze geht so, wie wenn ihr auch eine Beschaffungsmission starten wolltet, nur wenn ihr nicht im Freakshop geparkt seid. Also entweder ihr fahrt schnell raus oder wenn ihr eh woanders seid, fordert ihr euch ja eh den Brigade an und seid schon draußen und dann let's go. Hier ist natürlich wichtig zu erwähnen, die Verkaufsmission startet von dort, wo euer Brigade steht. Also könnt ihr das auch clever nutzen und möglicherweise an strategisch cleveren Orten euren Brigade anfordern. Ich weiß nicht, was da vielleicht am meisten Sinn macht, aber es könnte auf jeden Fall ein interessanter Punkt sein, wenn man das nachher zeitlich ein bisschen optimieren möchte. Sobald ihr den Verkauf dann startet, spawnt ihr dann außerhalb eures Brigades auf der Munches, die ja immer euer Verkaufsfahrzeug ist, und bringt damit eben die Ware zu den verschiedenen Abgabeorten. Das Geile bei den Verkaufsmissionen ist, dass egal, ob euer Lager ein bisschen oder eben im Optimalfall ganz voll ist, nur ein Verkaufsfahrzeug, nämlich die Munches, spawnt. Ihr habt alles auf lässig hinten im Rucksack drin, egal ob ihr jetzt 5 Tonnen oder nur 100 Gramm LSD dabei habt. Beste Leben, Digga, Rockstar, wir lieben euch. Genau deswegen aber perfekt für Solo-Grinder und wirklich ein nicht zu unterschätzender Faktor. Vielleicht auch Leute, die jetzt gerade neu in GTA reingekommen sind, wirklich, es gibt Unternehmen in GTA, Motorradclub, die wirklich für Solo-Spiele nicht zu ertragen sind, zumindest meiner Meinung nach. Da kann man sich teilweise die Verkaufsmission absolut nicht geben, das ist ein völliger Krampf und da ist das wirklich Luxus hier. Vor allem ist die Munches ja recht zügig, ihr seid flexibel, ihr habt einen Motocross, ihr könnt da über wildes Terrain fahren, das ist wirklich angenehm als Verkaufsfahrzeug und allgemein sind die Verkaufsmissionen relativ zügig angesetzt und nicht allzu kompliziert. Mittlerweile gehen ja auch alle Verkaufsmissionen sämtlicher Unternehmen in privaten Lobbys, auch beim LSD-Labor ist das der Fall, deswegen mache ich das entspannt einfach immer in der Invite-Only-Lobby, dann geht das auch wirklich klar. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze in der öffentlichen Lobby zu verkaufen. Da bekommt ihr dann pro zusätzlichen Spieler in der Lobby 2% Bonus auf diesen Verkaufswert, den ihr eben habt, bis hoch zu 50%, was sich also schon auch sehr geil auf euren Profit auswirken kann. Wenn ihr da Bock drauf habt und eben das Risiko eingehen wollt, vielleicht gegrieft zu werden, macht das, es ist durchaus attraktiv. Ich habe da persönlich keinen Bock drauf meistens, aber why not? So, Freunde, und jetzt endlich mal zum interessanten Part. Wir gucken uns die ganzen Zahlen zu diesem Unternehmen an. Mich haben die Zahlen positiv überrascht. Ich glaube, das ist ein richtig geiles Business und ich habe natürlich diese Zahlen nicht selber rausgefunden, sondern mal wieder von Test2. Der Mann hat diese Zahlen in so einer schönen Grafik auf Twitter veröffentlicht. Also, Kuss an dich, Bratte. In unserem LSD-Labor ist Platz für 160 Einheiten. Der Wert eines vollen Lagers beträgt mit Ausrüstungsupgrade $335.200 und ohne Ausrüstungsupgrade $237.600. Ihr seht, was das für ein Unterschied schon mal da ist. Holt euch das Ausrüstungsupgrade. Mit Ausrüstungsupgrade produziert ihr eine Einheit in 1 Minute und 30 Sekunden. Also ist euer Lager mit 160 maximalen Einheiten in 4 Stunden voll. Ohne Upgrade bräuchte das 6 Stunden, also 2 Minuten 15 Sekunden pro LSD-Einheit. Also deutlich langsamer. Wenn ihr Vorräte einkauft,
gekauft, was ich ja jedem empfehle, wird das auch nochmal durch das Upgrade beeinflusst. Nämlich, ihr habt ja einen Vorratsbalken unterteilt in 5 Segmente. Jedes dieser Segmente logischerweise 20%. Ein voller Vorratsbalken bedeutet, dass ihr 100 Vorratseinheiten habt. Jedes Segment logischerweise sind 20%, also auch 20 Vorratseinheiten. Und um einmal diesen Vorratsbalken voll zu machen, kostet euch das Ganze 60.000, also 12.000 pro Fünftel des Vorratsbalkens. Ohne das Ausrüstungsupgrade benötigt ihr 2 Vorratseinheiten, um eine LSD-Einheit herzustellen. Das heißt, ihr müsstet 320 Vorratseinheiten kaufen, um ein volles Lager zu bekommen. 320 Vorratseinheiten kosten euch satte 192.000 Dollar. Weil ja 100 Vorratseinheiten 60.000 kosten, ich denke, die Mathematik kriegt jeder hin. Das heißt, dreimal den Vorratsbalken komplett auffüllen und dann noch einmal zu einem Fünftel und dann seid ihr eben bei einem vollen Lager ohne Ausrüstungsupgrade. Das heißt, ihr habt ohne Ausrüstungsupgrade einen finalen Warenwert bei vollen 160 LSD-Einheiten, wie vorhin schon erwähnt, von 237.600 und habt dafür 192.000 investiert in Ware und zusätzlich auch noch 6 Stunden gewartet, bis das Ganze fertig war. Das wäre dann ein Gesamtprofit von 45.600 in 6 Stunden, also 6.700 Dollar pro Stunde Profit und das kannst du echt lassen. Ich gehe jetzt hier mit Absicht nicht drauf ein, wie das wäre, wenn man sich die Vorräte beschafft, weil das macht langfristig keinen Sinn, das empfehle ich keinen. Wir gucken uns hier logischerweise nur an, wenn man Vorräte kauft, wie das Ganze aussieht, weil alles andere macht keinen Sinn, wenn ihr das Ding hier passiv betreiben wollt und das sollte jeder langfristig tun. Schauen wir uns das Ganze aber jetzt mal kurz mit Ausrüstungsupgrade an. Damit braucht ihr nämlich nur noch eine Vorratseinheit, um eine LSD-Einheit zu produzieren. Das heißt, ihr müsst nur noch 160 Vorratseinheiten kaufen, um euer Warenlager voll zu machen, was dann nur noch 96.000 Vorratskosten wären. Und dazu ist dann euer volles LSD-Lager auch noch mehr wert, nämlich wie schon vorhin erwähnt, 335.200. Damit habt ihr einen Gesamtprofit auf einmal von 239.200 und das Ganze hat nur 4 Stunden gebraucht statt eben 6. Also habt ihr einen Gewinn pro Stunde von 59.800 Dollar. What the fuck, Alter? Das ist instant einfach mal fast 8-mal so hoch, wie wenn ihr das Ausrüstungsupgrade eben nicht hättet. Wie gesagt, holt euch das Ausrüstungsupgrade, Freunde. So, und bevor ihr jetzt in die Kommentare schreibt, Simon, du hast was vergessen. Ja, ich weiß, ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt diesen Boost, den man einmal gratis pro 24 Stunden aktivieren kann. Dieser verdoppelt eure Produktionszeit für eine Echtzeitstunde. Zumindest sagt Test, dass es eine ganze Stunde ist. Ich habe jetzt schon bei anderen Leuten gehört, die meinten, das Ganze geht nur für eine halbe Stunde. Ich verlasse mich jetzt mal auf die Zahlen von Test. Wenn es dann doch eine halbe Stunde ist, ist es eben nur eine halbe Stunde. Ändert an der finalen Aussage nicht mega viel. Eben dann letztendlich an den Zahlen, die ich jetzt präsentiere. Wie gesagt, laut Test boostet das ganze Ding eine Stunde lang eure Vorratsproduktion. Normalerweise produziert ihr ja nämlich mit Ausrüstungsupgrade in 4 Stunden 160 Einheiten, also pro Stunde 40 LSD-Einheiten. Mit diesem Boost wären das dann eine Stunde lang 80 Einheiten, weil er ja eine Stunde lang doppelt so schnell ist. Und das sorgt dann eben dafür, dass euer ganzes Lager eine Stunde schneller voll ist als normal. Also wenn ihr alles optimal timet, ist euer LSD-Labor mit Ausrüstungsupgrade in 3 Stunden full. Und wenn wir den Gesamtprofit von 239.200 dann auf 3 Stunden aufteilen, die das ja nur braucht, sind das einfach 79.733, also fast 80.000 Dollar Gewinn pro Stunde passiv. Also wie gesagt, wenn ihr alles richtig timet und auch diesen Boost einmal pro Tag nutzt und das Ganze gilt dann halt auch nur für einmal pro Tag, aber das ist der Optimalfall, der einfach im Maximum möglich ist. Selbst wenn ihr das nicht macht oder mal das Boosten vergesst oder einfach mal nicht von diesem Boost ausgehen, habt ihr eben safe eure knapp 60.000 Dollar Profit pro Stunde, was völlig crazy ist. Also wenn ich richtig informiert bin, ist das einfach auch ohne diesen Boost schon besser als unser geliebter Bunker. Der bleibt nach wie vor ein sehr geiles Business, den sollte sich auch jeder holen und dazu habe ich natürlich auch einen Money Guide, also auch den gerne auschecken. Aber außerdem ist das LSD Lab damit nur knapp hinter dem gepatchten Coke Labor, beziehungsweise mit diesem Daily Boost sogar weit drüber. Das heißt, rein vom theoretischen Gewinn pro Stunde ist es nach dem Nachtclub das beste Passivunternehmen aktuell. Sehe ich das so richtig? Bin ich da richtig informiert? Ich glaube schon. Und selbst wenn ich da jetzt irgendwelche Zahlen vermischt habe, Freunde, das ist wirklich eines der besten Passivunternehmen in GTA Online aktuell. Also völlig geil. Der Vollständigkeit halber gucken wir uns noch kurz an, wie das Ganze mit dem Boost ohne Ausrüstungsupgrade wäre. Da dauert das volle Lager mit diesem Boost dann statt 6 Stunden nur 4,5 Stunden. Das bessert den Gewinn pro Stunde etwas auf und man macht dann da knapp über 10.000 Dollar pro Stunde Gewinn. Aber ja, ich sag, lasst das. Holt euch dieses Ausrüstungsupgrade so schnell es geht und kauft dann Vorräte. Davor wartet einfach oder klaut euch Vorräte, wenn ihr wollt. Aber langfristig braucht ihr das Upgrade und ihr solltet Vorräte kaufen. Das ganz klar meine Meinung. So, das waren erstmal alle wichtigen Informationen zum neuen LSD-Labor-Unternehmen. Nochmal die wichtigen Dinger, die ich hier klarstellen möchte. Ihr habt verhältnismäßig niedrige Einstiegskosten, was wirklich gut für Anfänger ist. Ihr habt ein passives Business mit einem richtig hohen theoretischen Gewinn pro Stunde, den man auch wirklich realisieren kann. Also das macht Sinn, das kriegt jeder hin. Und ihr habt völlig solo-freundliche Verkaufsmissionen. Alles in allem ist das hier wirklich ein sehr, sehr geiles Unternehmen. Also nutzt das wirklich gerade für Anfänger oder Solo-Warrior und auch für alle Fortgeschrittenen, die einfach ihre Einkünfte noch aufbessern wollen mit passiven Businessen. Das Ding ist meiner Meinung nach ein Must-Have. Und damit würde ich sagen, war es das von mir mit diesem Video. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen ja hiermit ein Stück weiterhelfen. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige erwähnt und mich auch nicht verrechnet bei den Zahlen. Falls euch da ein Fehler auffällt, lasst mich das gerne wissen, Freunde. Oder falls mir noch irgendwas im Nachhinein auffällt, packe ich das natürlich in den gepinnten Kommentar. Ansonsten würde ich natürlich sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, Freunde. Kuss für euren fetten Support in diesem Jahr 2022. Das hier wird eines der letzten Videos in diesem Jahr sein. Keine
Sorge, die Eventwochen kommen natürlich noch. Dennoch möchte ich das hier schon mal nutzen, um mich einfach hier nochmal schnell für alles Geile, was dieses Jahr so passiert ist, zu bedanken. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass sich schon über 22.000 Leute diesen Rotz hier regelmäßig reinpfeifen. Wirklich. Über 13.000 Leute haben mich in den letzten 12 Monaten hier neu abonniert und meine Videos wurden 1,8 Millionen Mal geklickt. Das muss man sich mal vorstellen. Wirklich vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich hoffe natürlich, dass es im nächsten Jahr genauso weitergeht. Ich werde weiter Gas geben. Vielleicht hören wir ja auch mal was von GTA 6 im nächsten Jahr. Das gibt dann auch nochmal einen ordentlichen Push. Wir werden sehen. Euch allen wünsche ich schon mal eine wunderschöne Weihnachtszeit, auch wenn es noch ein paar Tage hin ist. Und natürlich anschließend auch einen guten Start ins neue Jahr. Auf dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen, Freunde. Und wir alle weiter erfolgreich arbeiten können an den Dingen und Zielen, die uns wichtig sind. 2023 wird rasiert. Let's get it, Alter. Und wie gesagt, es kommen bestimmt nochmal ein, zwei Videos bis zum Jahresende. Aber ich denke, dieses Video werden die meisten hier sehen. Ist ein Money Guide, deswegen schon mal die kleine Rede hier am Ende, damit das auch die meisten mitkriegen. Und jetzt verzieht euch.